Jetzt sind wir wieder zurück hier bei Sacred. Willkommen, Freunde, im Spiel und ich mache mich auf den Weg. Ich bin hier wieder im Dorf angekommen, im neuen, wie heißt denn das, Kaff? Hohenwall. Schönes Dörfchen. Naja, was heißt schön? Es gibt hier nicht mal Quests, also Arbeit haben sie nicht für mich. Komisch, ne? Und die Pferde darf ich auch nicht kaufen. Schön. Toll. So, wenn ihr das Sacred-Projekt weiterhin beobachten wollt, dann dürft ihr mich auch mal gerne abonnieren. Kein Problem, ich bin euch nicht böse. Ah, hier gibt es ein bisschen Arbeit. Yes. Gibt es doch ohne geile Musik. Zieht euch mal die Musik rein. Das ist doch schön, oder? Ihr streitet für die Krone? Dann kann ich euch gebrauchen. Sucht in der dunkelelfischen Flussfestung von Kalimkor nach einem Gegengift. Seht, der Feldherr wurde im Kampf gegen die Dunkelelfen durch giftige Klingen verwundet. Nun schwindet das Leben aus ihm und ich kann nichts tun, wenn ich kein Heilmittel finde. Ich vermute, dass der Anführer der dunkelelfischen Schurken ein solches Gegengift haben wird. Also trödelt nicht. Ihr habt 3 Tage. Diese Mission nehme ich an. Also kriegen wir doch noch ein bisschen was. Kalimkor. Kriegen wir doch noch ein bisschen Arbeit hier oben. Hab ja schon gedacht, hier gibt's gar nichts, aber... Doch, wir haben ein bisschen was. Kurz auf der Karte schauen, wo das sein wird. Oh, das ist aber ziemlich weit weg. Da müssen wir erstmal den Weg suchen, wie wir da am besten hier rauskommen. Oh je. Es gibt hier verschiedene Ausgänge. Vielleicht gerade mal hier. Jawohl, das darf man sogar aufmachen. Das ist ja nett. Das kommt mir so vor, als wenn es vielleicht... Oh, da ist nochmal was. Aber den Auftrag können wir jetzt leider erstmal nicht machen. Wir müssen weiter. Wir müssen nämlich den hier jetzt mal erstmal erledigen, wo wir haben. Und dann müssen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Wieso schlagen die sich gegenseitig tot? Sind die doof? Ach so. Guck mal, so geht das. Das glimmender Ring. Oh! Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schlag sie um. Ach, da wird hier... Bleibt da. Ach, die werden vergiftet. Seht euch mal das an. Staubt mit euch. Krass. Wir helfen denen mal kurz. Na komm, komm her. Mistviech. So, dass mein Gegner für mich hier. Weil ich mal ein bisschen drauf rumkloppen kann. So, wir müssen wahrscheinlich eh in die Richtung hier. Keine Bange, ihr seid nicht verloren. Ich nutze euer Hirn als Regentium. Oh, wir sind sogar... Jetzt wollte ich gerade sagen, wir sind sogar richtig, aber ich glaube... Hier kommen wir nicht weiter. Doch? Boah, man kann hier voll entlang laufen. Das ist ja geil. Okay. Ich nehme es zurück. Oh nein, Nebel! Nebel am Morgen, das bringt nur noch mehr Sorgen. Oh nein. Scheiße. Ja, was denn sonst? Mich trifft's ja immer, wa? Jetzt. Hat das Viech mir gerade Geld geklaut? Hat sich zumindest mal so angehört. Oh, da oben, da ist irgendwie ein... Wie komme ich da hoch? Ist das ein Weg nach oben? Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier ist auch die Elfen. Ja. Die Elfenhochburg. Na, komm mal her hier. Warte mal, ich muss mal ein Fleckchen finden, wo ich mich austoben kann. Hier ist gut. Lass mal heilen. So schön. Aber. Hey. Jetzt ist gut hier. So eine Scheiße aber auch. So, heilen. Und alles mitnehmen. Na komm. Darfst ruhig alles einsammeln. Gehört alles dir. Hast du verdient.
Okay. Wir müssen da rein. Wird uns jetzt nicht angezeigt hier, aber wir sind richtig. Lass mal ein paar auf die Glocken hauen. Komm her. Bist du der Chef? Du bist ein Arschloch. So. Geht doch. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Dann machen wir hier nämlich den großen Otto hier unten. Komm mal her. Schön alle verlangsamen und dann geht's los. Guckt euch mal die Drecksäcke an, wie sie weglaufen. Das gibt's ja nicht. Wie sie Schiss haben. Verdammte Fernkämpfer. Aber die geben richtig gute Erfahrung. So. Bin ich hier richtig hier draußen? Ja. Und jetzt der Anführer von denen, oder wie war das? Gegengift. Jawohl, wir haben's. Geil. Sollen wir zurück? Lebendig zurückkommen. Das ist das Gebot der Stunde, aber mal gucken, ob wir es auch schaffen. Die Gegner hier darf man nicht mal unterschätzen, ne? Auch wenn sie mir eigentlich nicht viel Schaden machen, es reicht. Aber wir können ja nachher unser Pferd nehmen und zurückreiten. Scheiße, ist mal hier weg. Hier oben. Lauft um euer Leben! Hilfe! Scheiße, ich brauche einen freien Platz. Hier haben wir einen. So, jetzt reicht's aber. Machen wir mal den großen Otto hier. Und die Freunde gleich mitnehmen. Und alles einsammeln. War's das? Ist ja toll, dass wir hier den Weg gefunden haben. So, wir sammeln ja auch mal alle zusammen. Ich glaube, ich sollte mal kurz so einen Trank nehmen, ne? So, los geht's. Hau rein. Lass knacken. Perfekt. So, wenn sie jetzt nämlich anfangen, mich anzugreifen, habe ich nämlich wie so eine... Seht ihr? Ich glühe nämlich. Wir bekommen wieder dadurch ständig Schaden. So, gut. Perfekt. So, zu dir komme ich gleich. Moment, ich muss erstmal die Quest abgeben. Dann können wir uns mal kurz unterhalten. Ups, sieht's aus. Zum Händler sollte ich auch mal noch kurz gehen. Oh. Ah ne, ich habe gerade gedacht, die Heiltränke gehen mir aus, aber ist nicht so. Oh, wie ich diesen ländlichen Geruch verabscheue. Sog der Hölle könnte man mal ein bisschen verkaufen. Warte mal, da oben war der Quest. Das ist das... Musikstück des Sieges. Den Götter sei Dank, ihr seid gerade noch rechtzeitig erschienen. Und nun macht Platz, ich muss ein Leben retten. Aber eigentlich habe ich Ey! Hallo? Wieso kriege ich hier nichts? Ey, das sind doch Wichser. Ich habe gedacht, ich bekomme jetzt hier was, aber irgendwie... Na toll. Ach, das regt mich aber auf. Naja, kann man nichts machen. Na gut. Dann werde ich mal nach unten traben. Zu dem einen Typ.
Warte mal, der ist da drin. Der ist im Gebäude, im Moment. Na, der kann ihm jetzt was sich anhören hier. Na, wo ist mein... Ah, guck mal, hier. Donner, Tod und Teufel, ihr habt mich aus den kalten Händen des Todes gerissen. Ich spüre, wie die Kraft in meinen Muskeln zurückrinnt. Hier, nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Es war seit Generationen in meiner Familie. Und nun soll es euer eigen sein. Was denn? Was gibt's denn hier? Schild des Bettlers, Alter. Mann, seid ihr arm. Was will ich mit dem Scheiß? Ja, da habe ich eins, das ist tausendmal besser. Das Schild hier. Das macht noch Schaden. 97. Das habe ich so hoch gepimpt, da kannst du mit deinem Schild abkacken, Alter. Ja, wir müssen trotzdem kurz den Händler suchen, bevor wir weitermachen. Ich glaube, ein bisschen Sog der Hölle sollte ich mal ein bisschen verkaufen, oder? Was meint ihr? Ich brauche doch gar nicht so viel. Da hätte ich nämlich auch ein bisschen mehr Platz. Ich verkaufe mal ein bisschen Sog der Hölle. Du sollst nicht saufen, du sollst... Ja. Verkaufen, mein Freund. So. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Das machen wir alles weg hier. Das ist alles nix. Da haben wir einen viel besseren an. So. Das können wir in unsere Truhe legen. Jetzt müsste die hier sein. Nee. Achso, nee, die ist am Dorfbrunnen, glaube ich. Die ist da oben. Moment. Wo zum Henker ist denn die Kiste? Da ist sie. Sag ich doch, am Dorfbrunnen. Jetzt habe ich vergessen, den Scheiß zu verkaufen. Wieso habe ich das Schild nicht verkauft? Mann, bin ich blöd. Und ihr scheiß Kinder, verpisst euch, Mann. Ich komme mir vor wie so ein Pädophiler hier gerade. Wenn die ganze Zeit um mich rumhüpft. Haut ab jetzt, Mann! Ritter finde ich doof, was? Ich hau dir deine aufs Maul, du Seicher. Mein Gott, das ist schlimm, ey. Da kommen nur böse Gerüchte über mich. Weg jetzt. Guck mal, wie sie hinter mir herlaufen. Alter, ich bin voll der Held. Ja, endlich, jetzt sind sie weg. Weiter gehen sie nicht. So, mein Freund, wie kann ich dir helfen? Wollt ihr mir helfen? Bitte haltet nach den Dunkelelfen Ausschau und haltet sie auf. Ich habe von den hiesigen Waldläufern erfahren, dass die Dunkelelfen aus Zuragnar den einstigen Zwergenstädten von Gnarlsat auf dem Vormarsch sind und mit bizarren Kreaturen, Monstern gar die Höfe jenseits des Flusses überfallen. Gnarlsat. Okay. Welche Herausforderung. Nimm mal an. Ah, du blödes Monster. Lass mich in Ruhe. Ich habe gewusst, dass wir noch so viel zu tun bekommen in dem Spiel. Wir werden jetzt erstmal nämlich nicht die Hauptquest weitermachen können. Wir werden bis dahin noch uns ein bisschen beschäftigen mit Nebenquests. Ist ja auch schön. Finde ich so, ne? Hat was. So, ein bisschen hochheilen. Und schon bald werden wir auch wieder eine Stufe steigen. Auch ein bisschen karge Landschaft hier oben langsam, ne? Wird auch immer schlimmer. Müssen wir da hoch? Jenseits der Wege. Ja, jetzt weg da. Oh, die sind aber heute wieder penetrant. So. Muss ich da hoch? Jetzt müsste mir bald angezeigt werden. Oh, wir sammeln mal ein paar. Moment. Guck mal hier auf das Feld. Hier ist Platz. So. Machen wir den, das reicht. So.
Mal ein bisschen nachhelfen. Und weiter. Hier bin ich richtig. Ja, ach nee. Das weiß ich ganz sicher. Oh, du Scheiße, was ist denn das? Ach du meine Fresse. Alter Falter. Ich glaub's nicht. Komm mal aufs Feld. Erstmal mal gucken, was es wie ich kann. Boah. Wie sieht es mit dem Schaden aus? Das trifft mich gar nicht, oder? Ach, die sind nur so groß. Oh, doch, macht gut Schaden. Brauchen wir gut Heiltränke. Und gibt gut Erfahrung. Ey! Irgendwas schießt das Viech mir hinterher. Da ist noch eine Königin. Boss meine ich, nix Königin. So, ihr macht mir nicht den Eindruck, ihr seid etwas Besonderes. Wo habt ihr studiert? Ist das Viech explodiert? Moment, ich schau mal kurz. Ja, das ist weg. Das explodiert. Krasse Scheiße. Heftig, Mann. Wo ist mein Pferd? Ich reite mal kurz runter zu dem und werde mal die Wilden lesen, was der mir da für einen Auftrag gibt, Mann. Der ist ja psychisch krank. Komm, steig auf. Er will nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Bug, oder? Oh, kleine Häschen. Und wieder runter. Gehen wir mal zum Big Boss runter und geben den Auftrag ab. Aber wenigstens bin ich schnell im Reiten, ey, als die Viecher. Moment, ich muss kurz hier aufräumen. So. Hi, mein Guter. Gute Arbeit. Ihr müsst wissen, dass die Dunkelelfen erst seit kurzer Zeit wieder so massiv die Dörfer jenseits des Kernlandes überfallen. Seid also wachsam, wenn ihr von Hohenwald zum fernen Torfingen oder gar nach Finsterwinkel reisen wollt. Aber ich plaudere zu viel. Hier ist euer Lohn. Dankeschön, Dankeschön für den Lohn. Das sagen wir natürlich nicht, nein. Und natürlich auch nicht für die Erfahrung. Und es wird dunkel. Ach du Scheiße. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Zur nächsten Mission. Und ach du meine Güte. Nachts ist es hier noch besser. Da kommen noch mehr Viecher. Aber die können mich wenigstens nicht festhalten. Da kann man schön durchreiten. Das ist nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob wieder ein Drache auf uns warten wird da oben. Könnte passieren. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Nö, bin richtig. Okay. Ich werde jetzt einfach mal dem Weg folgen. Vielleicht bringt er mich hin. Vielleicht kommen wir auch noch in ein Ortschäftchen, wo wir uns ein bisschen ausruhen können. Was ich wohl kaum glaube auf dem Weg hier. Aber vielleicht ein Häuschen. Vielleicht mit einer kleinen Mission noch dazu. Wer weiß. Wollen wir nie wissen, ne? Oh, ein Boss. Was heißt Boss, ist es ja nicht direkt. Ein etwas schwierigerer Gegner. Auf gut Deutsch gesagt. So, jetzt kommen wir aber gerade jenseits des Weges. Vielleicht kommen wir hier. Vielleicht spaltet der sich auch hier irgendwo ein bisschen. Genau das habe ich gemeint. Lass mein Pferd in Ruhe. So. Jetzt reicht's mir aber hier. Machen wir mal den großen Otto mal wieder. Das gibt Erfahrung, Leute. Das gibt Erfahrung. Da können wir auch einen Mentor-Trank nehmen, aber wir haben nicht mehr so viel. Hauen wir den noch einmal ins Maul. Der Wichser, der hat nämlich uns festgehalten. Der hat auch ein bisschen was dabei. Oh, der Helm könnte interessant werden.
Der könnte interessant werden. Den müssen wir uns mal auf die Seite legen, wenn wir den ausrüsten, ob wir da ein bisschen mehr rausholen können. Moment. Ja, wir sehen es ja. Da könnte sein, kriegen wir nämlich einen neuen Helm. Hä? War der das? Ey! Ha, du bist doch eine blöde Sau. Wie heißt es? Mische dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern. Ja, ist ja gerade der Richtige. Die Richtige. Ja. Bei der Richtigen. Hey, lass mal heilen hier. Lass mein Pferd in Ruhe. Oh mein Gott. Ja, solange sie mich nicht festhalten, geht's. Sag mal, der Weg, der ist auch nicht mehr wirklich ein Weg, oder? Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt richtig sind. Ah, hier ist ein Portal, das ist gut. Hey. Gut. Das ist nicht schlecht. Falls wir sterben sollten, können wir uns dort wieder rauslassen. Eine Gabelung. Also ich würde mal sagen, nach rechts. Hier müssten wir eigentlich richtig sein. Oh. Mein Pferd war gerade etwas angeschlagen. Ich glaube, ich werde mal... Oh, shit. Ich würde gerade sagen, ich glaube, ich werde mal mein Pferd langsam stehen lassen hier. Und zu Fuß weitergehen, aber das ist, glaube ich, eh gleich oben. Ja, okay. Wir brauchen eine freie Fläche hier. Und... Los geht's. Oh, trink, 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 trink. Nimm Mentor-Trank hier oben. Sag mal. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Die hauen halt immer ab. Die kann man so nicht... Aber wir sind Level gestiegen. Genau das war nämlich mein Ziel noch. Alter, sind hier viele Feinde hier oben. Junge, Junge. Zum Glück habe ich genügend Heiltränke mitgenommen. Aber ich habe eher erwartet, dass hier oben noch ein Drache kommt. Weil bis jetzt war immer ein Drache da. Okay. Erstmal hochheilen, alles einsammeln. Gucken, ob sich's gelohnt hat. Naja, ist jetzt nichts Besonderes dabei. Landet eh wieder alles beim Händler in dem Fall. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Interessante Architektur. Oh. Oh, die sind ganz rot. Also sehr gefährlich in dem Fall. Da ist auch wieder ein Portal, oder? Nö. Sieht es nur so aus? Doch nicht. Die Minen von Gnalstad. Obwohl welche das Massaker überlebt haben. Soll ich nach einer Amme schicken? Oh. Okay, sind schon ein paar, wo jetzt kommen. Na, kommt mal her. Heftig. Ha, ich hab die Tür zugemacht. Scheiße, dass die Türe öffnen können. Schade. Wäre lustig. Also hier oben ist unser letztes Element.
sammle mal schön alles ein. Muss ich in die Richtung? Warte mal, ich glaube, ich tue jetzt mal kurz Punkte verteilen. Wenn wir schon mal da sind, 4 Fertigkeitenpunkte kriegen wir. Wir gehen einmal auf die Waffenkunde mal wieder, auf die Magierkunde und natürlich etwas... Moment. Feuer haben wir eigentlich. Meditation könnte man noch ein bisschen mehr gehen. Und die Feuermagie macht dann ein bisschen mehr Schaden. Und wir haben wieder einen Punkt zum Verteilen. Händlerpreise und erhöht den verursachten Giftschaden. Mentale Regeneration, nein, aber wir gehen ein bisschen auf Stärke. Weil wir ja viel mit Nahkampf arbeiten. Und dadurch geht unsere Lebensenergie auch wieder etwas höher. Uns fehlt es nämlich an Stärke, habe ich gemerkt, als Kampfmagier. Brauchen wir natürlich auch. Dadurch halten wir auch ein bisschen mehr aus, werden etwas resistenter gegen Angriffe. So, dann schauen wir mal hier. Au! Und gerade eben sage ich es noch. Resistenter. Klar, okay. Oh, was war denn das gerade? Dann muss ich mal schauen, ob ich überhaupt richtig bin, aber... Ich glaube schon. Da drin wird es ein bisschen heftig. Ich muss ja am besten erstmal alle zusammen hier. Das sind alles Bogenschützen, ne? Aber zumindest mal für die, wo es keine sind. So. Da habe ich schon mal ein paar. So schwer habe ich mir das nicht vorgestellt. Ah, ist doch nicht schwer, Leute. Komm, das schaffen wir. Mein Gott. Stell dich doch nicht so an. Das sind doch nur ein paar Elfen. Elfen sind schwul. Das geht doch. Wird ja nicht heißen, dass jeder Schwule ein Elf ist, ne? Oder dass ich irgendwas gegen Schwule habe, ne? Nicht falsch verstehen. Muss nur vorsichtig sein mit solchen Ausdrücken hier. Ich will natürlich keinen verletzen. Aber, seid mal ehrlich, das Klischee war doch schon in WoW so, dass Elfen schwul sind. Obwohl ich eigentlich nichts dagegen habe, gegen die Elfen, auch nicht gegen Schwule. Mir ist das egal. Da bin ich ein sehr toleranter Mensch. Oh, jetzt warte, jetzt kurz zum Thema zurück hier. Wieso rechtfertige ich mich überhaupt vor euch? Habe ich das nötig? Oh. Wo ist das Element? Ich brauche das Element. Ihr verdammten Scheißer hier drin. Wieso zum Henker? Stirbt er nicht? Ich muss ja sagen, wir haben echt schon eine beachtliche Stufe. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Heilung. So, da brauche ich nicht so viele Tränke benutzen, weil ich glaube... Ah doch, wir haben noch ein paar, aber die hebe ich mal lieber auf. Kann ich nie wissen, was man so braucht. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht richtig bin. Warum werde ich das Gefühl nicht los? Musst du mich jetzt hier festkleben? Rattenfresser, komm zurück! Guck, da beschimpft die sogar als Rattenfresser. Tö. Hä? Was zum Henker? Wie komme ich jetzt hier weiter? Irgendwie bin ich hier nicht richtig. Und der lässt sich... Der ist irgendwie unbeeindruckt hier. Mit dem kann ich auch nicht reden. Er ist aber auch nicht feindlich, oder? Nö. Ist er nicht. Moment, dann versuchen wir mal vielleicht uns hier durchzukloppen.
Irgendwo muss ja ein richtiger Weg sein. Hier oben ging es ja nicht mehr weiter, ne? Nein. Ich sag ja hier. Vielleicht geht's hier weiter. Da sieht zumindest mal voll gesichert aus hier. Ah, eine Hängebrücke. Das ist ja mal eine Sache. Dann müssen wir wahrscheinlich über die Brücke. So wie es aussieht. Ja, Akt durchbashen brauchen wir uns jetzt hier nicht. Da drin, da ist mir egal. Haben wir ja eh nicht nötig, weil von der Stufe her passt es ja. Wir stecken ziemlich gut was weg. Die machen jetzt auch ziemlich geringer Schaden. Ist auch nicht ganz so wild. So. Oh, eine Axt. Die ist extra für den Kampfmager. Das habe ich gerade schon gesehen. Oder? Ne, ist halt lila. Ja, gut. Ups. Oh je. Mir geht langsam der Platz hier aus. Na. Ich kann bald nichts mehr mitnehmen. Nein! Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Scheiße. Jetzt habe ich einen Mentor-Knopf gedrückt. Ah, da hat einer eine Quest für uns. Ja, komm her. Mit euresgleichen wische ich den Boden auf, Anführer. Ihr müsst sterben, damit ich mehr Erfahrung kriege. Wieso treffe ich den nicht? Ich kann nicht noch mehr tragen. Habe ich schon gemerkt. Das ist doof. Ende. Aus. Diesen Gegenstand kann ich nicht mehr verstauen. Aber ich glaube, ich habe doch hier was bekommen. Ja. Fegefeuer habe ich gekriegt. So, dann tun wir mal Zeug, wo wir nicht brauchen. Gehen wir mal weg. Müssen nachher ein bisschen aussortieren hier. Wenn es jetzt eine Truhe geben würde oder so. Und den hochhalten. So. Scheiße. Ich habe mich verschätzt. Nein, nein, nein. Ist alles gut. Ich muss noch kurz mit dem Typ labern, was der will. Da ist der Eingang. Ich kann es nicht aufmachen, aber... Vielleicht kann ich auch so mit ihm reden. Ihr habt den Schlüssel. Bitte gebt ihn mir, damit ich mich von hier befreien kann. Du wirst merken, dass du nicht viel mit dem Schlüssel anfangen kannst, da die Schlösser seit kurzem... Clement, gib mir den Schlüssel. Ich habe beobachtet, wie man die Türen aufbekommt. Betrachte diesen Auftrag als bereits erfüllt. Bitteschön. Danke, Amonshi. Sagt an, willst du uns nicht hier aus diesem vermaledalten Loch raushelfen? Bringt mich zur Waffenkammer, damit ich mich ausrüsten kann. Was sagst du? Okay, wir haben ein bisschen Hilfe. Das ist nicht schlecht. Ja, jetzt muss er nur noch irgendwie hier rauskommen. Was heißt denn hier Waffenkammer, Alter? So, erstmal hier die Backen vollhauen, den. Weil ich muss mich jetzt erstmal hier gucken, dass ich... Irgendwie bin ich hier nicht richtig. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Da ist auch wieder zu Ende. Warte mal, wenn wir vielleicht hier durchgehen, da kommen wir auch nicht rein, oder? Doch, hier geht's runter. Meint ihr, wenn wir hier runtergehen, dass wir da richtig sind? Könnte sein, weil sonst würdest du mir jetzt nämlich anzeigen. Warte, du brauchst eine Waffe? Das ist gar kein Problem, ich kann dir eine Axt geben.
Kann ich die nicht? Oder einen Bogen? Geht nicht? Mit was kann denn der dann kämpfen? Was ist denn das für einer? Vielleicht mit einer Keule? Ah, eine Keule geht. Das ist gut. Jetzt weiß ich nur nicht, was für einen ich ihm gegeben habe. Waffenkunde 9. Das ist die Bone-Keule, ne? Warte mal. Ne, die kann er leider nicht nehmen. Der hat aber Platz für eine Rüstung vielleicht. Kampfmagier, ist das ein Kampfmagier? Ne. Das ist wahrscheinlich ein Gladiator, oder? Ein Dunkelelf glaube ich auch nicht. Ein Schild vielleicht? Kann auch nicht nehmen. Das alles hier ist Kampfmagier, wobei ich mir mal kurz die Waffen hier reinmache. Damit ich ein bisschen mehr tragen kann. So ein Dolch. Schleim. So ein Dolch kann er auch nicht nehmen. Also er kann. Die Bauernkeule kann er nehmen. Das gefällt dem. Na, soll mit der kämpfen? Ich habe mir mal noch ein bisschen Platz gemacht. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr Platz machen. So. Dass ich ein bisschen mehr Waffen mitnehmen kann. Das Schild hier, kann man da noch drauf ziehen. So. Okay, na, helf mir mal, mein Freund. Fresser, komm zurück. Nicht mit dem kämpfen, mit dem kämpfen. Und du darfst auch mitmachen, du Depp. Ich glaube, der will nicht mitmachen. Ich muss wieder alles alleine erlegen. Ach nee. Ah, jetzt haut er auch mal drauf. Das ist ja nett. Ja, lauf nur, du Bastard. Ja, hau mal drauf, komm. Der verreckt gleich. Der hat sich gerade selbst runtergebasht. Oh, Fegefeuer. Sehr schön. So, ihr Lieben da draußen. Ich werde jetzt hier mal kurz rasten. Sieht aus wie eine Waffenkammer. Hier kann der sich der andere mal... Ach, der ist jetzt tot. Okay. Er hat es leider nicht überlebt. Im Kampf gefallen. Ich habe gedacht, dass wir den vielleicht noch mitnehmen ein bisschen. Okay, er ist gestorben und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Weil ich muss hier ein Pause machen, ich darf nicht zu lange spielen. Das Problem ist, das stürzt manchmal ab, das Spiel, und dann fehlt mir ziemlich viel Speicher. Punkt. Und deswegen mache ich jetzt hier ein kleines Päuschen und wir sehen uns wieder. Tschüss.